Ich weiß es jetzt nicht. Aber jetzt. Schön. In Minneapolis, Minnesota. Ja, votet jetzt auf www.com. Los! Los! So, die Befragung ist noch nicht vorbei. Wen soll ich als nächstes verhören? Ich wähle Randall! Oh, die was. That's assault, man. I should go and tell. Don't talk. Listen. The masked man wears camo, and I know all about your military past, Randy. And knowing you, you'll take any shortcut to become WWE champion. Shane already cleared me of any suspicion. I am clean. You've got nothing on me. Jericho, I've got some good news for you. My people have zeroed in on someone without an alibi. Sounds suspicious to me. Go meet him in the ring now. Oh, and you're welcome. Da freut sich der Randall. Da freut sich noch. Und oh my God, who is it? Oh my God, yeah. Samoan bulldozer was that masked man. Umaga wearing a mask is like putting a wig on a bulldozer. No matter how hard you try to Umaga. Besiegen wir auch noch mal hier einfach schnell. Moonsault. Oh fuck. And he lights up his opponent's chest with that chop. Umaga. The Moonsault. Doing a number on Chris Jericho. What kind of mind games is Shane trying to pull? Get the physical punishment Jericho's put himself through isn't enough. The mental challenges to get himself up for these matches really must be taken a bam! Line Soul, so muss sein und da turnen wir nochmal hier uns die Welt. Franz. Ja, singen uns doch mal mit. There's nothing fancy about that. A simple move that sets up bigger things. Look out. He sets Jericho with a cold break. I frankly don't see how facing it's just my Jericho. Taunted here, sheesh, the thing. It's an early retirement. Good, solid wrestling maneuver. Yo, wahrscheinlich. Komm, roll up. 1, 2, 3, 9. Boo. Das war schon bei 3, das habe ich gesehen. Yo. Zack. Bam. Codebreaker, that was 1, 2, 3. Das war's mit diesem Match. Ja, ja. Da wurde Umaga auch mal fertig gemacht. Umaga,
Das stimmt schon und ja, kommen wir einfach mal zur nächsten Rausgabe. Ja, es hauptverdächtig, bla bla bla, jetzt Detroit, Michigan. Warum? Mann, wie doof bin ich denn? Ich spam einfach die ganze Zeit die scheiß A-Taste. Warum? Warum macht man sowas? Das ist doch nicht dein Ernst. Get out of the way. I'm late. And I have a match tonight. Against you, even. Ja, so? I'm from Green Bay, genius. It's cold there. Well, I think things are heating up around here. See you in the ring. Yeah. So ein Tag-Team-Match gegen Kennedy und Orton mit Shawn Michaels. Sogar ein Tornado-Tag. Das gefällt mir doch. Ich gönne einfach nie beim letzten Mal auf Kennedy, weil Kennedy am wenigsten dahin steckt. Denn, ja, Orton hat es auch nie abgesehen. Aber ich hab's nicht auf ihn abgesehen. So, ich gehe einfach hier auf Mr. Kennedy. Oh, did you see that? He dropped from the elbow. He's got that submission hole locked in. So, leg drop. So, zack, DDT. Und noch ein DDT. Ja, ich finde gut, dass er es jetzt angreift. Nutzt mir nur sehr wenig Codebreaker. Ja, der Cover jetzt von Shawn Michaels. 1, 2, 3. Schön gemacht! Da habe ich nochmal Randy Orton abgelenkt, dass Michaels diesmal das Cover machen konnte. So, ist jetzt nicht eigentlich... That mask? Come on. He's definitely a prime suspect. Ist jetzt nicht eigentlich... ja, No Way Out. Und... ja. Die meisten denken, er ist Mr. Kennedy. With 31% of the vote, following closely was the Legend Killer with 49%. There's going to be some fireworks no matter who Chris Jericho picks, especially since one of the top vote getters has a shot at the World Championship tonight. Ja, ja. I think this guy is the masked man. And I'm gonna call him out. Beim letzten Mal habe ich mit Kennedy gemacht und diesmal nehmen wir Randy Orton. Viel Spaß. For weeks now, someone has been trying to get under my skin like a rash. First with code, then with sneak attacks. Randy Orton,
You thought Shane would bail you out? You thought your old army pants still fit? You cost me the WWE Championship and somehow got your own title shot tonight. If you think I'm gonna sit down for that, you better get that swelled head of yours checked. Get out here! It's the Masked Man, or should I say, Randy Orton. I'm still not sure who it is, but he looks mad. Okay. Jetzt versuchen wir, den Masked Man zu enttarnen und ja, man sieht, glaube ich, unter der Maske, wer es ist, also... Ja, ne, ist ein bisschen kacke. So. Look at that! No fear whatsoever! What an amazing superstar! Ja, komm, greif ihn nochmal richtig an, geht der Bullo. So, und jetzt... No fear whatsoever! What an amazing superstar! Natürlich hat der Masked Man ein anderes Moveset. Ist ja klar. Oh, what a underhanded... Codebreaker. His opponent's down, and now he's sharing a piece of his mind. So, vielleicht jetzt? Nee, der Masked Man. Er gibt noch nicht auf. That's a tooth chipper for sure. So. The submission has been expertly applied, and now it's cool, just a matter cool of time. Game is online. He puts the boot to his opponent. He takes his opponent down with a flying forearm. He's got that submission hole locked in. Nein. He sure does, JR. He might make his opponent tap out right here. Und ein DDT. And he made the most of it with that DDT. Vielleicht jetzt der Codebreaker zum Sieg, ja. I don't know if he's even gonna be able to finish this match. Blutet der Masked Man. Und das war's. Du bist enttarnt. Oder demaskiert. Stop the fighting right now. Get him. Wait, why are they surrounding Jericho? They're treating him like a common criminal. What is going on around here? What about our main event title match? Ja, ja, mit dem Main Event, das kannst du jetzt wohl getrost verparken. Washington DC. Wo ist Batista? Ja, Washington DC. Hello everybody and welcome to Monday Night Raw. Last week, Chris Jericho's accusation threw a wrench in the championship match at No Way Out. He thought he was doing the right thing, but so does the Black Widow Spider. Due to the interruption, Shane McMahon has declared there will be a WWE Championship match tonight. John Cena and Randy Orton will go at it live. What an announcement! I'm sure Jericho isn't going to be happy. Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass wir uns in der nächsten Folge sehen werden, also morgen 20 Uhr, ciao Leute und...